Yo Friends, ich bin's. Herzlich willkommen zu diesem Zweitkanal-Video von mir. Ihr seht einen Ausschnitt aus meinem Stream zu Mario Rabbids. Das Spiel ist vor kurzem erst rausgekommen, am 20.10. auf der Nintendo Switch. Ist ein absolut ehrenwertes Abenteuer, so ein Crossover von Mario und Rabbids. Nur halt fusioniert. Ist ein Strategie-Game, aber hat auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr müsst es sehen, ihr könnt es jetzt gleich auschecken, damit ihr versteht, was ich meine. Aber es gilt als Strategiespiel und ich verstehe auch, was damit gemeint ist. Es ist mind-blowing. Checkt es gerne aus. Wie gesagt, viel Spaß bei dem Video. Ihr seht das gesamte Gameplay nicht ganz, ja, aber ihr seht einen sehr großen Ausschnitt bis zu einem Bossfight und es ist wirklich ein Traum. Also ich hatte übertrieben viel Spaß dafür, dass ich so eine Art von Spiel eigentlich gar nicht wirklich spiele. Aber ja, sehr geiles Game. Link ist in der Beschreibung. Checkt es gerne aus. Wie gesagt, ab 20. Oktober ist es draußen. Nintendo Switch. Link in der Beschreibung. Runterladen. Viel Spaß beim Video. Tschüss. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ja, wer ist er? Raus, raus, raus! Mr. Krabs? Steck das Ding weg! Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Das ist Mr. Krabs. Binga, binga, bonga, Baby! Das ist halt wirklich Mr. Krabs. Einziges Problem, merke ich jetzt gerade, der synchronisiert nicht komplett durch, leider. Der macht immer nur Geräusche. Ist das Ding auf dem Leuchtturm? Ach du meine Güte. Who the fuck are you? Die Sonne ist genau da. Genau da. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Hallo, Milz Mochi! Außerdem müssen wir alle Finsterzeitpfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Okay. Also. Außerdem. Okay. Augies Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollen. Also. Das heißt. Spark? Junge. Fucking Augie. Spark? Otto? Nun, wir sind zwar alle hier, aber das Dorf mit seinen Problemen klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Okay. Neue Hauptaufgabe. Du hast ja erste Aufgabe freigeschaltet. Das sehen wir in der Karte. Wo ist Minus? Hier oben. Aha! Hier ist der nächste Schritt in unserer Hauptaufgabe. Um alle verfügbaren Aufgaben zu sehen, kannst du jederzeit X drücken und dein Aufgabenprotokoll öffnen. Nö. Also. Das heißt, man spawnt immer auf irgendeiner Welt, kannst dann dort alles clearen, hast verschiedene Aufgaben. Aha. Hast verschiedene Aufgaben. Und kannst halt auch ein bisschen was entdecken und sammeln. Ich finde die Kombi cool aus, in verschiedene Welten rumlaufen, bla bla, und dann halt diese Strategiespielelemente. Das hat irgendwie was. Ich dachte, es ist jetzt nur ein Strategiespiel. Aber offensichtlich hat man auch so eine kleine Welt, wo man einfach ein bisschen rumläuft. Das finde ich nice. Multifunktionsmat.
Dankeschön für deine Anwesenheit und hello. Und hallo Lukas. Ich hoffe, dir geht's gut. Einen allerherzigsten, wunderbaren guten Tag. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann tut's jetzt bitte. Dankeschön. Leute, wer noch nicht folgt, generell. Lost in Space. Bitte folgt mir. Denn hier gibt's immer tolle Streams. Was ist passiert? Die Bombe ist nicht mehr explodiert. Was passiert? Ja, was ist geschehen? Mara, vielen lieben Dank für dein Tier 1 im zweiten Monat. Das ist nicht schlimm. Dankeschön. Okay, Teamverwaltung, Y. Aha. Wir haben also einmal Mario als Multitalent. Wir haben Peach. Wir hätten auch noch Luigi. Wir haben einen Plagegeist. Alter, die haben verschiedene Rollen und alles. Das ist ja übel sick. Dessen Raufbold, Beschützerin, Plagegeist des Kanz. Also ich bin eigentlich mit der Kombi zufrieden. Bis ich irgendwie das Gefühl habe, man müsste es austauschen. Okay, wir haben jetzt einmal Mario. Und dann würde ich tatsächlich... Ich probiere mal Luigi aus. Statt Mario. Warte. Also, wir haben hier Helden. Okay? Da stehen einfach nur Infos über die Helden. Dann haben wir hier Team. Da können wir unser Team auswählen. Und dann haben wir hier Sparks. Die auch noch verschiedene Fähigkeiten haben. Okay, und die können wir switchen von Dings zu Dings. Okay, verstehe. Aber... Ach, und die kann man füttern. Und damit werden die krass. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich sick. Okay. Kämpfe ich jetzt? Ja. Also. Rase gegen einen Bob-Omb. Hebe ihn auf und wirf ihn um einen Bereich großen Schaden. Okay. Oh yeah, can't stop Luigi. Okay, wir haben Luigi und Dings. Erster Zug. Ich glaube, wir holen uns diese Bombe. Raserei. Oh yeah. Aufheben. Und dann töte ich ihn hier. Das war episch. Dann gehe ich hier in Deckung. Luigi ist ja Fernkämpfer. Und Singleplayer ist das Game. Und töte Oh mein Gott, er ist Bogenschütze! Das ist ja giga geil! So, was ist ZR? Das, was wir vermutlich meinten. Das setze ich jetzt einfach mal ein. Summer, schönen guten Tag. Hallo, Jumbo-Bringer. Okay. Dann gehe ich jetzt mal zu ihr. Guck mal, hier können wir noch dasselbe machen. Poggers. Dann würde ich dann jetzt hier hinten hintergehen. Und wir setzen das ein und machen den weg. Halt still! Schönen guten Tag, Irpex. Schönen guten Tag, Sophie. Schönen guten Tag, Simon. Marschalla. Okay, alle sind aufgestiegen. Vielleicht gibt es ja dann noch irgendwann andere Fähigkeiten. Okay, Superpilz. Man bekommt dann immer noch Belohnung. Okay, Alter, sick. Das ist wirklich sick. Okay, das war jetzt ein bisschen wie bei... Sorry für den Vergleich.
Du hast deine erste Fertigkeiten-Prismen freigeschaltet. Du kannst im Fertigkeitenbaum nutzen, um deine Helden zu stärken. LOL! Okay, jeder Held hat einen Fertigkeiten-Prisma, wie auch immer. Und jedem Held, oder? Oder jetzt nur pro Held? Das ist die Frage. Jeder Held hat einen eigenen Baum. I guess. Die Frage ist, kann ich pro Held nur einen Dings einsetzen? Ich geh mal bei Luigi auf Damage. Nee, jetzt habe ich keinen mehr. Nee, doch. Tatsächlich habe ich noch was. Hier, Gleitboost brauche ich nicht. Schaden ist immer gut. Bei Mario. Die Technik auch gut. Hauptsache ein bisschen mehr Schaden. Wir können hier kritische Trefferchance auch erhöhen. Wir können hier Erschöpfungs-Cooldown machen. Bisschen mehr Leben, auch nicht übel. Teamsprung sehe ich ein bisschen als useless an. Wahrscheinlichkeit kritisch. Wobei, ab einem bestimmten Punkt... Ja, heute mache ich noch eine Aufnahme, Lukas. Ja, in einer Stunde ungefähr werde ich hier zu dem Spiel eine Aufnahme machen. Aber ich glaube, kritische Trefferchance immer gut. Würde ich einfach mal machen. Peach. Schaden, ja. Reichweite, Teambarriere. Als Supporter mega sick. Und was haben wir hier? Radius. Wir könnten halt auch einen Tank machen, ne? Irgendeinen Tank, der so mega viel aushält. Wir könnten ironischerweise den Rabbit richtig tanken lassen. Langfristig. Dann hat er so mega tanky Dings. Macht halt ordentlich Damage. Also normal Damage. Aber hält halt unendlich viel aus. Das ist halt die Frage, ob das worth ist. Mach das jetzt einfach mal. Wäre schon funny. Erstatten geht auch. Ach was. Okay, sick. Anpassen. Nein. Okay, man hat anscheinend auch die Möglichkeit. Waffenskins. Oh mein Gott. Man hat anscheinend auch die Möglichkeit, wieder alle Punkte wiederzubekommen. Itemtasche. Aber gehe sparsam damit um. Jeder Held kann nur ein Item pro Zug benutzen. Oder das kostet ihm einen Aktionspunkt. Verstehe. Okay, wild. Okay, also, wir haben hier jetzt gerade, deshalb wollte ich eben sagen, sorry für den Vergleich. Ist das ähnlich wie bei fucking Pokémon? Ich bin hier gerade so gegengelaufen und dann wollte der mit mir kämpfen. Was ist, wenn ich den jetzt wegrase? Oh. Aber was ist, wenn ich jetzt Raserei mache? Ja, okay, bringt nichts, dann komme ich auch ins Battle. Ja, aber macht ja nichts, so können wir ein bisschen leveln, ein bisschen das Spiel kennenlernen. So, Leute, los geht's. Wir haben da hinten 3 Stück. Wir haben da oben einen. Let's go. Ah, ja. Wir könnten uns jetzt hier anlehnen. Wir könnten da natürlich... Reflektieren bringt nichts. Aber ich würde sagen... Nein. Oh, anscheinend doch. Wir machen einfach hier ein bisschen Damage. Würde ich behaupten. Fangen wir einfach schon mal an. Okay. Und mit ihr hier würde ich einfach mal... Was ist die Frage? Ja, tatsächlich könnte ich ihn treffen. Ah. Ja, versuchen könnte man's. Dann mache ich zumindest ein bisschen Damage. Okay, let's go. Nice, 3 Hits, immerhin. Mehr würde ich tatsächlich gar nicht machen. So, die Bombe geht auf Peach zu. Das ist gut. Oh. Der hat mich abgeworfen. Der versteckt sich weiterhin. Der versteckt sich auch weiterhin. Und wirft auf mich. Aber das ist kein Problem. So, jetzt nehme ich nämlich diese Bombe hier.
und mache die drei weg. Nehme dann das Ding und mache ihn weg. Das sollte so viel zu herausfordernde Dings. Macht ja gar keinen Sinn, ne? Völlig easy. So, aber das sind wahrscheinlich nur diese kleinen Welt-Spawns. Superpilze erhalten. Sick. Kann man hier irgendwas entdecken, frage ich mich. Okay, warte mal. Minus. Hier ist unsere Karte. Wir können hier jetzt gucken, was wir hier alles zu tun haben. Die unterste Sprosse der Finsterzeit. Das könnten wir versuchen. Das ist direkt hier vorne. Die müssen wir halt auch alle beseitigen. Dann finde ich, machen wir das einfach mal. Lukas, entspannen Sie sich. Ich bin auch nur ein Mensch, okay? Oh Mensch, kleine Picklige hier, wa? Ach Mensch, siehst du, ich hab. Selbst Sterzig hat ein paar Pickel hier oben. Unglaublich. Oh. Oh, jetzt ist hier aber Action. Oh. Range wäre auf jeden Fall gut. Luigi hat Range. Peach als Supporter könnte sick sein. Ja, die Kombi könnte, glaube ich, einfach so bleiben. Teamsprung. Meint er? Ich glaube, das wäre gar nicht nötig. Ich glaube, wir... Er ist halt zu 50% zu sehen. Aber ich glaube, ich schieße trotzdem einfach. Ach du Scheiße. Ach, das war eine 50%ige Trefferchance. Ah, fuck. Okay, das war leider wasted. Ich würde sagen, wir warten ab. Und ich versuche, ihn zu machen. Jetzt die Frage. Ich glaube, mehr können wir jetzt gerade erstmal nicht machen. Wir bleiben einfach mal hier. Und schauen. Es gibt keine Termine, Lukas. Okay. Wir haben zwei Bomben. Oh shit, der verpisst sich jetzt nach rechts. Alles gut. Okay, der ist close. Alles gut. Oh fuck. Jetzt teilen die sich alle auf. Scheiße. Jetzt machen die unsere Deckung kaputt. Aber der springt runter. Geil. Jetzt sind wieder zwei hier nebeneinander. Okay, nur noch eine halbe Deckung. Warte, vorspulen. Ich spule mal vor. Ich appreciate sehr, dass man vorspulen kann. Okay. This is actually perfect. Wir haben eine Bombe, die hier ordentlich Damage machen kann. Und zwar exactly hier. Das war Banger. Hier ist noch eine Bombe, aber die, da kommen wir nicht ran. Also wichtig wäre jetzt, glaube ich, wenn wir zwei schon mal ausschalten. Wir haben hier noch eine Deckung. Die könnte schon mal helfen. Oder macht es mehr Sinn, jemandem viel Damage zu machen? Nee, ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, jetzt endlich Kills zu machen, oder? Okay. Und er hier... Erstmal der hier. Ja, eigentlich macht es nur Sinn, ihn jetzt hier... Wobei, wow, 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 wow.
Okay, das Ding ist, der ist halt close. Peach könnte theoretisch noch einen tanken. Wir sind jetzt halt hier hinter. Wir könnten ihn halt holen. Okay, ist dead. Und jetzt könnten wir rein theoretisch noch den hier machen. Das machen wir jetzt auch einfach. Wir brauchen halt so schnell wie möglich viele Kills, damit wir... Luigi ist so ready. Okay, und ich glaube, damit können wir erstmal... Können wir erstmal leben. Okay, das war ein bisschen wasted, weil jetzt hat er die Bombe abgeschossen. Aber nicht schlimm. Nice, Peach ist in Deckung. Das ist gut. Der Typ hat keine Ahnung. Oh, er hat Luigi getroffen. Never mind. Ja, Peach immer noch in Deckung. So. Und jetzt kriegen die alle richtig aufs Maul. Er hier stirbt. Keine Deckung. Oh fuck, ich hätte vielleicht gehen können, ne? Naja. Und Peach... Du lässt den jungen Herrn da drüben auf. Zack. Kritische Treffer. Der wäre fast verreckt. Man könnte jetzt einmal den hier machen. Dann sind wir wieder voll. Heilsame Energie, komm sofort. Oh. So, da jetzt eine Bombe wäre sick. Luigi ist immer noch safe. Eieiei. Der macht keinen Weg. Okay, Luigi ist immer noch safe. Und Peach auch. This is perfect. This is perfect. So, der kriegt erstmal ordentlich Damage. Und dann bringt Peach den weg. Ab in den Müll. So, dann gibt es natürlich hier Luigi. Der hat auch einmal Raserei. Der macht den Dreh weg. Scheiße, er lebt noch. Hallo, Evil Cola. Oder so. Ja, dann können wir halt versuchen. Ihn da hinten, ne? 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Das nehme ich jetzt aber mal in Kauf. Easy. Schöner Headshot. Schlacht gewonnen? Hä? Ich habe doch nicht mal alle getötet. Gab es irgendwie eine bestimmte Anzahl von Runden, Chat? Oder hatten die jetzt gar nicht mehr die Möglichkeit zu gewinnen und deshalb ist das Spiel abgebrochen? Wahrscheinlich das, wa? Okay, das war aber sick. Ist jetzt hier die Pfütze weg, frage ich mich. Geil. Haben wir abgeschlossen. Ehre. Können wir jetzt hier hoch? Ja, tatsächlich. Du musstest 8 töten. Ja, geil. Who the fuck are you? Du hast deine erste Erinnerung erhalten. Aha. Cool. Herunterspringen. Alright. Dann lass uns direkt weitermachen. Seppel. Ja, was geht, Amun? Was ist das hier? Rote Münzen-Herausforderung. Wie jetzt? Komm. Kommt, Leute. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, what are you? Yahoo! Alter, Diggy. Okay. Hier irgendwo links ist die nächste Herausforderung. Achso, das war das. Aber warte mal, dann lass uns noch mal hier hingehen. Hier war irgendwie ein Bogen der Finsterheit oder so ein Shit. Gucken wir da mal vorbei. Hier vorne. Eine eklige Pfütze. Machen wir das noch. Also bis jetzt muss ich sagen, ich bin total positiv
positiv überrascht von dem Game. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, weil ich das halt vorher nicht kannte, aber es ist schon ziemlich geil. Weil man muss teilweise wirklich ein bisschen knobeln. Und ich denke, ich bin jetzt gerade am Anfang des Games. Der Peter Pike, dankeschön für dein Tier 1 im 7. Monat. Ja, moin, hallo. Und Hefner, dankeschön für deinen Prime. Hier haben wir wieder Range. Aber ich glaube tatsächlich, kann ich mein Team ändern noch? Heile dein Team. Ach, ich muss mein Team heilen. Oh, weia. Warum erinnert mich diese Musik ein bisschen an Harry Potter? Eins in den Chat, wer das genauso sieht. Danke. Okay, wir können jetzt überlegen, was wir machen. Ist hier jemand links mit Range? Nein. Okay. So, Peach, dann komm mal her. Ich habe eine Idee. Shit. Okay, wie machen wir das, Chat? Das Ding ist, die Bombe kriegen wir bis jetzt nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie jetzt eine Alternative finden. Können wir hier runter? Ah, hier ist eine Treppe. Okay, also, meine Idee ist jetzt, ich chill jetzt einfach hier mit Luigi und baller erstmal einfach irgend so einen von denen weg. Bringt nichts. Und sie ballert auch die weg. So, weil die Bombe kommt jetzt näher. Ich konnte die Bombe eben nicht erreichen. Die Bombe kommt jetzt näher. So wie die da vorne. Und erst dann können wir irgendwas machen. Also basically mussten wir jetzt eine Runde skippen, um unsere ersten Actions machen zu können. Guck, weil die Bombe kommt jetzt in unserem Bereich. Die Koopa, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. It's just too easy. It's just too easy. It's just too fucking easy. Oh yeah. So, den Schaden nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Oh mein Gott, ich habe ihn geone-shottet. Mama mia. Okay. Okay, sie könnte jetzt... Ja, ich würde jetzt... Einfach mal gucken, ob ich hier Damage machen kann. Ja, ein. Okay. Hä? Die leben noch? Leider gibt es keinen Grab-Modus, soweit ich weiß. Vielleicht gibt's... Ich bin mir gerade nicht sicher. Don't mark my words. Okay, das war wirklich episch gerade eben. Wir haben es geschafft. Das war komplett outsmarted. Outsmarted haben wir sie. Too easy. Easy in den Chat. Das war wirklich zu einfach. Also, brauchen wir gar nichts zu sagen. Geil. Was ist mit ihm hier? Oh, er musste es absagen wegen dem Wetter. Ist ja blöd. Also. Man kann sich in den Kämpfen anscheinend immer so frei bewegen, ja.
So, was ist das hier? Ja, wir müssen hier oben hin. Hier ist die Hauptmission, ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit Nebenmission gemacht. Gut, dann machen wir das. Hallo. Hallo, Sunny. So, Hauptmission, I guess. Raserei? Was ist jetzt passiert? Ist jetzt einfach nur ein Fight oder wie? Ja. Ach du meine Güte. Okay, jetzt muss ich überlegen. Wir haben jetzt 80 Bomben. Smart wäre, die close sind, heben wir auf. Sekunde. So easy, oder? Nein! Oh, ich bin so lost. Ich habe aus Versehen einmal zu viel gedrückt, Chat. Ich habe einmal zu viel gedrückt. Das war richtig bad. Das war richtig bad. Ich wollte die auf die anderen Bomben werfen. So, Gegner ist dran. Ich bin der Meinung, ich glaube, ich hätte die Runde easy hinbekommen. Ohne. Tschüssi! Geil. Ja, das mit den Bomben ist wirklich einfach. Ich bin immer für Selbstoptimierung. Geil, alle Stufe 3, Chat. Nice. It's wenig. Einen wunderbaren guten Tag und Dankeschön für deine Stufe 1 ab dem zweiten Monat. Dankeschön. So. Jetzt ist Hauptgegner. Was ist das jetzt? Oh mein Gott, ein Stern! Ein Rabbit-Stern, ein. Ihr wisst schon. Mr. Krabs. Ich finde, das ist auf jeden Fall besser, als sich nur so sporadisch bewegen zu können. Man hat das Gefühl, man ist eher in der Entscheidung, was man machen kann. Ich habe aber den ersten Teil nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Kann sein, dass ich einfach jetzt voreingenommen bin. Okay, hier kann ich runter, theoretisch. Ich könnte jetzt hier einmal rum und dahin oder ich gehe jetzt zum Turm. Ich gehe jetzt einfach mal in den Turm hier hoch. Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst und es geht noch nicht, aber. Ich schätze, wir brauchen diesen Spark des Lichts aus dem Tempel. Ja. Ich habe wieder mal nicht aufgepasst. Oh, hier kann ich einen Baum schütteln. Bingo. Ah! Ein Pilz. Hallo, Feen, fantastisch. Fantastisch, I guess. Oh, hier kann man nochmal an den Baum schütteln.
Da drüben ist ein Goomba. Jo, hier ist auch noch so eine eklige Scheiße. Ach so, aber hier kann ich nicht hoch. Wo muss ich denn dann dahin? Was ist das hier? What do I have in my hands? Bro, what is this? Er ist wirklich ein Subwoofer. Okay, können wir hier irgendwo an der Seite runter? Rechts? Wir müssen... Wie kommen wir da? Oh mein Gott. Hier, da können wir runter, oder? Hallo, Boss. Wie geht's euch allen? Hopp mal raus. Erzählt doch mal von euch, Chat. Was macht ihr so? Bin positiv. Ach du Scheiße. Naja. Das hätte ja keiner wissen können, ne? Arbeiten. Wie viele von euch arbeiten gerade? Das würde mich mal interessieren. Wie viele von euch arbeiten? Ihr seid mir welche. Aber fühl ich. Oh, Bipo, altes Haus. Ihr habt Urlaub? Na, Urlaub haben auch ein paar mittlerweile, ne? Ich hätte auch mal wieder Bock auf irgendeinen Urlaub. Irgendwo hinfahren. Wäre cool. Aber es will ja keiner mit mir in Urlaub fahren. Jetzt kommen 1000 Leute, die mich persönlich kennen, so... Du fragst ja auch nicht, ich würde mitkommen. Mindestens eine Person, die ich kenne. So eine Nikel oder so. Du fragst ja auch nicht. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Ich habe nämlich, wie gesagt, für meinen... Halloween-Kostüm was bestellt. Mal ganz kurz gucken. Wurde versandt. Sendungsverfolgung. Geil. Gib mir eine Sekunde, bin sofort da. Ihr Paket wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Ja, dann müsste es ja heute kommen, ne? Dann sollte das ja... Dann sollte das ja heute kommen. Chat, könnt ihr für mich meine Klingel im Auge behalten? Es ist kein Hop-Kostüm, es ist tatsächlich... Ja. Ein sehr einfaches Kostüm. Ihr müsst diese Schlacht gewinnen. Damit ich mit euch fortkam, sonst stecke ich fest. Okay. Weißt du, wir waren alle ihr werdet es auf Instagram sehen. Aber was soll's? Je mehr, desto besser. Ein kleiner Tipp. Die Alunken auf diesem Schlachtfeld sind ziemlich stumpfsinnig. Wenn ihr die andere Seite des Schlachtfelds erreicht, gebt sie auf. Ein Gnu-Kostüm. Ne, absolut nicht. Wenn du L drückst, kann Bipo sich auf dem Schlachtfeld bewegen, sowohl Helden als auch Gegner analysieren. Mit blablabla kannst du auch zwischen ihnen hin und her springen. Verstehe? Immer wenn du auf neue Gegner stößt, solltest du sie analysieren, um ihre Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu verstehen. Okay, also gibt es neue Gegner. Noch sehe ich keine. Doch da hinten, ne? Also, ich kann jetzt hier mit Bipo lang und die Viecher mal auschecken. Äußerst agil mit einem Fernangriff und zwei Schüssen. Uff.
hier irgendwelche so Katzen oder so. Okay, let's go. Let's go. Das ist ja geil. Okay, die haben wir. Dann gehe ich mal hier vorne in Deckung. Ziele. Und töte mal. Den. Junge, Jeremy Fragrance wäre auch arschwitzig gewesen. True. Gar nicht, Lukas, gar nicht. Ja, jetzt kann ich eigentlich einfach den killen. Gute Nacht. Ich höre auf zu lachen. Okay, bin ready. Ja. Nice. Oh. So, die sind gefährlich. Die sind auch schon. Oh mein Gott, die haben so krasse Waffen. Au, 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 au. Zwei kritische Treffer. Den nehme ich. Und werfe ihn einfach mal irgendwo hin. Komm, bitte triff, bitte triff, bitte triff. Scheiße! Okay. Okay, let's see. Let's see what happens. Er geht zurück. Schießt. Er geht zurück. Schießt. Ein kritischer Treffer, but all good. Ein Stück nach vorne. Ey, was? Oh, fuck. Okay, Raketen treffen aber, oder? Immerhin. Nice. Der ist auch noch im Radius. Hallo, Meli. Heilsame Energie, komm sofort. Okay, ja, jetzt müssen wir wieder warten. All good. Oh, er hat auch nicht getroffen. Porgas. Okay, der ist tot. Meli, das freut mich. Ich hoffe, dir geht's gut. Kuss, Kuss. So, haut er jetzt ab von mir. So, schön nochmal einen Rücken. Oh. Aua, 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 aua. Das ist fein. Ja. Du solltest auch ängstlich gucken. So. Ach, guck mal. Okay. Das war jetzt schon ein bisschen schwieriger. But all good. So, jetzt können wir hier rein, richtig? Ja. We did it. We did it. Das war nett. War tatsächlich... Alter Imperator, vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb von dir, Amigo. Helle Squad. Also wir gucken ja immer so alle halbe Jahre mal da rein. Aber ja, auf jeden Fall. Ich denke, da wird noch was zu kommen.
Da wird noch was zu kommen. Ja, I guess Sushi geht auf dich heute. Dankeschön. Zumindest zum Teil. Naike, wie geht's dir? Hallo. How are you, Naikelus? Nice. Gluto schließt sich dem Team an. Porgas. Jetzt können wir Gluto auch noch irgendwem zuordnen, habe ich recht? Ah, nee, warte mal. So, jetzt ist Gluto bei Luigi. Und er könnte jetzt ihn bekommen. Aha, siehste, verstehe. Das klingt tatsächlich gar nicht mal so übel, Naike. Immerhin etwas. Folge dem Spark des Lichts. Ja, gib mir eine Sekunde. Ich sammle jetzt hier erstmal diese wunderbaren Münzen ein. Okay, ansonsten gibt's hier nichts. Wann spielst du wieder mit deinen Freunden Horrorspiele? Ich bin dran. Machen wir bald. Who are you? Digga, Naike, I don't know. Wer war das jetzt? Hey, Lukas, mein Bruder geht's klasse. Boing. Okay, I don't know what this is. This seems to be some, like, history stuff or something. Aber was wir machen können in der Zwischenzeit ist, wir können hier... Ne, warte mal, wo war denn das? Hier? Hier? Ja. Wir können hier, fuck, wo war denn das? Leute, bin ich lost? Wo kann ich meine Charakter upgraden? Hier. Hab. Alles gut. Chat. Alles gut. Bewegungsradius ist manchmal nice. Eisenblick. So, der macht, der gibt halt, ich glaube bei Luigi gehe ich komplett auf Damage. So, einmal nur Damage. So, und sie kann sich einfach nur heftigst bewegen. Und Mario, ja, mache ich auch mal Damage, ist auch nicht übel. Bei denen weiß ich gar nicht so genau, da könnte ich jetzt auch warten, bis ich die irgendwann spiele. Digga, wie fucking... Wie Peach da rumhüpft. What is this? Offenbar glaubt Augie, er entstamme einer Familie von stolzen Halbgöttern. Wandbilder sind für solch göttliche Geschöpfe sicher das, was für andere Familienfotos sind. Leider wird diese königliche Darstellung der Geburt von Augie und seinem Zwillingsbruder Perfectus von Augies Krone... Jut. Ach, guck mal. Den brauchen wir. Den Lütten. Also ich meine, er könnte es uns auch einfach machen und uns einfach entgegenkommen. Oder er lässt es halt. Ist das ja ein Rätsel? Wir über diesen Steg auf die andere Seite gelangen. Aber erst müssen wir irgendwie den Wasserpegel anheben. Wie machen wir das wohl? Können wir das schieben? Achso, nee, Quatsch. Wir können einfach so machen. Guck mal, Leute, es gibt hier sogar Rätsel. Die sind halt... Für Leute wie mich vollkommen einfach, weil ich halt Gamer seit Jahren bin. Aber im Endeffekt, ne, was ist denn jetzt hier los? Ja, so viel zu einfach, oder was?
Okay, ich hab's. I think I have it. Ja. Yes, I do. Das war doch einfach. So nämlich. Jetzt kommen wir auch rüber. Mamma mia. Oh no. Den können wir ignorieren. Oh. Könnten wir ignorieren. Oh, er gibt auf. Das sind irgendwelche Maschinen. Was mit denen hier? Der Teig musste 2 Tage gehen und what the fuck? Geknetet werden. Und Augie leckt einfach die Zuckerglasur ab und schmeißt sie weg. Warum liegen hier riesige Gebäckteile? Und warum kann ich hier nicht graben? Hallo, Jamie. Hallo, 762972. Hier können wir was kaufen? Hallo, kranke Gurke. GGC. Huh? Oh. Okay, hier kann man irgendwas kaufen. Okay, was kann man... Sonnenaufgangsschlüssel. Okay, hier gibt's halt für diese Sonnen was. Und für Münzen. Wobei ich nicht gerade nicht weiß, wie man an die Sonnen kommt. Ich denke mal, das ist etwas, was wir noch erfahren werden. Leute, wie kann man an diese Sonnen? Ja, Prime ist mehr kostenfrei, Chat. Wie Nikel es sagt. Oh. Ability Refresh. Wie viel Sterne habe ich denn? Wie viele Münzen? Ah, 558. Ja. Nikel. Ja, sag du es mir, wo ich bin, ne? Oh mein Gott, what is this? Ist das ein Skin? Damn. Oh. Ist das süß? Er wurde einfach weggeleckt. Das sieht mir jetzt nach einem wilden Kampf auf Chat aus, Chat. Lass kämpfen. Schnell, wir dürfen den Spark des Lichts nicht verlieren. Nee, auf gar keinen Fall. Let's go. Ganz genau. Ohne den Spark können wir nicht in den Leuchtturm gelangen. Oh, okay, aber dann lass doch jetzt kämpfen, oder? Das ist wirklich nicht der einzige Grund, warum wir dieses arme Wesen retten sollten. Natürlich. Der Sieg über den Finsterzeit-Tentakel bringt uns außerdem in den Besitz einer der beiden gereinigten Finsterzeit-Energiekristalle, die wir brauchen. Allerdings ist die Finsterzeit-Energiedichte dieser Kreatur höher als die der Pfützen. Das bedeutet, dass unsere... Das ist in Ordnung. Das hat man nun davon. Das ist in Ordnung. Wir gehen da jetzt hin, machen die weg. Komplett easy. Komplette einfache Zerwegmachung. Ich habe den ersten Teil leider nie gespielt, King Mike. Aber hab bisher den Eindruck, dass das Spiel sehr viel Spaß macht und ziemlich geil ist. Also, for real jetzt. Ich hab's nicht erwartet. Ich dachte, das könnte ein Spiel sein, was ich jetzt so anzocke und danach bin ich so, ja,
vielleicht ist das jetzt nicht direkt für mich langfristig, aber ich muss sagen, ich sehe mich abends auf der Couch dieses Spiel spielen. Also for real, es macht echt Bock. Vor allem, wenn es jetzt schwerer wird. Bisher war es jetzt noch relativ einfach. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Empfindlichkeiten und Unempfindlichkeiten. Feuer. Super Effekte, warte mal, was war B? Super Effekte sind zusätzliche Effekte, die potenziell jeden treffen können und einzigartige Auswirkungen haben. Der Feuer-Super-Effekt, Feuer, Zeichen, ja, setzt sein Ziel in Brand. Aha. Super-Effekte sind nützlich gegen Gegner, wenn du auf ihre Unempfindlichkeiten achtest und ihre Empfindlichkeiten ausnutzt. Der Sniper mit EI, Lul, zum Beispiel, ist empfindlich gegen Feuer. Ah. Also wäre strategisch klug, wenn du einen deiner Helden Gluto ausrüstest. Alter, das ist einfach deep. Denk immer daran, mit L die Taktikam zu nutzen, um Empfindlichkeiten und Unempfindlichkeiten der Gegner zu überprüfen. Okay, warte mal. Dann benutze ich jetzt mal Bipos Taktikam. Wir haben unempfindlich Frostbeulen, das ist in Ordnung. Und er ist, denke ich mal, dasselbe. Keine Stärken und Schwächen, verstehe. Die auch nicht. Das sind einfach drei normale Gegner. Und dann haben wir hier drüben wieder feuerempfindliche Gegner und hier drüben noch mehr. Okay, sieht gut aus. Und hier sind Knöpfe. Das heißt, die müssen wir drücken, um eine Plattform wahrscheinlich zu machen, um rüberzukommen. Okay. Oh yeah, thanks, Luigi. Okay, wie gehen wir jetzt am besten vor? Warte mal, wenn der da hinten empfindlich ist gegen Feuer. Ah, und der brennt jetzt sogar. Und rennt weg. Okay, pass auf, dann machen wir es jetzt so. Der kassiert und stirbt. Und der stirbt fast. Oh mein Gott, ich bin dumm. Die von der anderen Seite schießen doch auch. Oh Gott, ich bin scheiße dumm. Ich habe vergessen, dass die da hinten existieren. Oh fuck, ich glaube, Peach hat jetzt ein richtiges Problem. Kann ich irgendwas tun? Nope. Shit. Okay. Da müssen wir jetzt durch. Scheiße. Ach nee. Alles gut. Jetzt werden erst die anderen Gegner aktiviert. I understand. Ich gehe mal hier hinter. Komm, triff, triff, triff. Schön ins Gesicht. Scheiße. Ja, I guess dann halt nicht. Wir gehen mal hier hin. Gehen wir mal auf den nächsten. Komm, kritische Treffer. Nicht ein. Andrew, ich bin ziemlich am Anfang noch. Bogenschießen. Ah, deshalb habe ich Luigi auch genommen. Oder behalten jetzt. Nein. Komm, jetzt bitte triff. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, Luigi. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Luigi. Wirklich, du Kacklappen. Ja, so sei es. Immer noch Hardcore-Mode, ja. Was heißt Hardcore? Es ist schwer halt. Oder herausfordernd. Oha.
Ich habe gerade Giga kassiert von dem einen. Okay. Fangen wir erstmal mit ihr an. Nee, ich gehe mal hier hin. Wegen mehr Deckung. Gute Nacht. Und ich gehe mit ihm mal hier hin. Kann ich? Nee. Ich gehe hier hin. Weil... Komm, bitte. Triff jetzt einmal. Digga, ich kann doch nicht drei Schüsse in Folge verkacken. Jetzt schießt er auch? Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Ist in Ordnung. Komm jetzt. Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Das ist wirklich eine Verarsche, was hier passiert. Nee, der schießt nicht. Aber weißt du, die treffen mich 60 Mal. Ich raste aus. Es ist nicht sein Ernst. Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht sein Ernst. Das war jetzt das 5. Mal in Folge. Wisst ihr, wie gering die Chance ist, dass das passiert? Gut, ich hätte jetzt auch wieder in eine andere Deckung gehen können, ne? Scheiße, ich bin dumm. Gerade verkacke ich ein bisschen. So. Leute, meint ihr, wir schaffen's? Meint ihr, wir schaffen's? Oh, yeah. Oh, no. Kann ich ihm irgendwie helfen? Nee. Man hat eine 50%ige... Man hat eigentlich eine 50%ige Chance, den zu treffen, wenn er hinter so einer halben Wand steht. Und ich habe die bisher, ich glaube jetzt 6-7 Mal am Stück verkackt. Das ist wirklich, wirklich bitter. Also wirklich bitter. 1,5% Chance, schreibt einer im Chat. Ich glaube, das wird nichts, Chat. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Luigi auf Entfernung. Ja, schon. Also generell, aber... Nee, das kann ich vergessen. Ja, der trifft halt jetzt, ne? Fucking hell.
Vielleicht kann ich mich jetzt noch so ein bisschen hochheilen und das irgendwie noch hinbekommen. Ich wage es zu bezweifeln. Ach, jetzt schießt er da drüben auch! Okay, damit, das wusste ich nicht. Ja, müssen wir nochmal anfangen. Okay, also das war sowas von unlucky. Das war einfach nur unlucky. 50%, 1,5% Wahrscheinlichkeit, dass man 7-mal am Stück 50% verkackt. And I fucking hit it. Das ist wirklich... Das ist wirklich einfach nur bitter. Na komm, One-Shot bitte. Nice. Ruhe in Frieden. Hey. Hey. So geht das. Nice. Okay. So, jetzt wird's wieder interessant. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Luigi wieder am Start. Mal gucken, ob wir jetzt den Schuss Nummer 8 treffen. Was denkt ihr, Chat? Treffen wir oder treffen wir nicht? Guck mal, es hätte so einfach sein können, ne? Es hätte so einfach sein können. Hätten wir eben schon genau diesen Schuss getroffen. Meine Fresse. Schöner Schuss. Guck mal, es hätte wirklich genauso einfach sein können wie hier. Jetzt gerade. Oh Mann. Okay, wir gehen nach vorne. Oh shit. Wir haben noch gar keine Deckung. Dann vielleicht hier erstmal. Ja. So, mal gucken, ob Luigi jetzt trifft nochmal. Nee. Das ist halt bitter hinter so einer Wand, ne? Täusche ich mich oder hat Luigi zwei Angriffsbereiche? Okay, ich weiß nicht genau, was du meinst. Hallo, Jaco. Steht halt, je weiter das Ziel entfernt ist, desto... Oh, 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 oh. Guck mal, hier kann ich schon richtig viel Damage machen. Guck mal, wie wäre es, wenn ich jetzt das Ding schon aktiviere? Komm. Nein! Oh fuck, Luigi! Come on! Please! Fucking hell! Triff doch bitte! Geh bitte in Deckung. Geh bitte in Deckung.
Kann ich von hier raufschießen? Nein. Kann ich von hier raufschießen? Nein. Nee, ich lasse es jetzt einfach, bevor ich noch mehr Damage kriege. Als ob. Kann ich hier vielleicht schon Damage machen? Nein. Kann Mario schon Damage machen, tatsächlich. So, Mario, wie machen wir das jetzt? Was ist mit dem da? Oh, ja, das machen wir. Wir machen einen Teamsprung auf die rechte Seite hier. Oder? Versuchen könnte man's. Oh Mann, ich will nicht mehr. Ja. Oh yeah. So, erstmal wieder heilen. So, du rückst jetzt vor. Machst da ordentlich Damage. Nice. So, der Arsch. Geil. Schöner Hit. Alles gut. Oh, fuck. Uff. Okay. So, der da hinten schießt maximal zweimal. Dann versuche ich den jetzt mal auszuschalten hier. Gott sei Dank. Auf einmal in deinem Kackleben ist auf dich Verlass. Und du hast noch genug Leben. Da versuchen wir es jetzt mal. Um die Deckung zu nehmen. Okay. Luigi ist auf jeden Fall hinter uns. Alles gut. Oh, Kacke. Warum schießt der Linke, frage ich mich. So, nehmen wir an, ich will den jetzt hier abballern. So, die müssen dann erstmal durch die Deckung. Okay, Luigi, komm mal her. Du gehst hier hinter. Mit etwas Glück könnte ich ihn jetzt one-shotten. Versuchen wir es. Naja, trifft nicht. Digga, ich... ich hasse Luigi. Oh mein Gott, ich hasse den Kerl. Ja, das Ding ist, so bin ich halt jetzt hinter dieser Deckung, ne? Ja. Okay, dead. Nice. Okay. Das Ding ist, jetzt verliere ich wahrscheinlich. Wobei, wenn der auf Luigi schießt. Alles gut. Mit etwas Glück schießt jetzt zumindest einmal gegen die Bande. Okay. Tatsächlich gar nicht mal so übel. Luigi, so, du kleiner Ratte, hör mal. Du gehst jetzt hier hin. So. Ich mach jetzt mal den hier und wir heilen dich. Heilsame Energie, komm sofort. So. Dann drücke ich hier rauf. Gott sei thanks. Und dann baller ich da oben richtig schön rauf. Nice. So, Luigi, du machst jetzt den.
Ne, ich glaube, der könnte ihn nicht treffen. Mit etwas Glück trifft er vielleicht sogar mal. Ja, tatsächlich. Nein! Digga, was ein Drecks-Charakter. Digga. Fucking Luigi. Oh mein Gott. Das war, interessant. Mit etwas Glück, also... Bro, es ist ein Fiebertraum. Ja, eigentlich müsste ich jetzt, guck mal, eigentlich müsste ich jetzt nur ihn hier ausschalten. Wir müssten halt nur auf ihn vertrauen. Mach nicht den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haha. Get fucking wrecked. Komm, bitte. Nee, schieß schon wieder gegen den Stein. Ich kotze im Strahl. Ist das nicht ein Fiebertraum? So, und da, und sie trifft alle drei. Immerhin, einer dead. So. Ja, schieß doch. Haha. Ciao. Gott. Ach du meine Güte. Noch kämpfen? Who are you? Dürfte ich fragen, welcher Charakter das ist und von wo? Mina, ich weiß es nicht. Who is this? B-
Besiege Riesen Claudius. Ja, okay. Dann machen wir das mal. Der gute Riesen Claudius. Mit drei Helden, die auf dem Schlachtfeld kooperieren, sollten wir einen gewaltigen Vorteil erhalten. Na gut. Wir haben jetzt drei Helden. Luigi ist immer noch komplett im Arsch. Wir checken aber mal aus, was der so kann. Also, wir haben hier überall nur so Normalo-Viecher. Und dann haben wir ihn. Unempfindlich gegen Feuer, Schleim, Spritzer, Windstoß, Schock und Frostbeulen. Unras... Oh, es klingelt an meiner Tür. So. Mein Jeremy Fragrance-Kostüm ist... Oh Gott. Also, basically... ist der Typ gegen nichts empfindlich. Ja, jetzt keine Ahnung, wie wir das machen. Wir müssen halt auch Luigi irgendwie heilen. Sehen wir es doch. Aber okay, was kann sie? Sie hat Nahkampfangriffe, ne? Warte mal. Ganz kurz die Taktik-Cam nochmal. Was kann sie eigentlich? Also, sie hat... Die Klinge. Wenn sie auf einen Gegner geworfen wird, umgeht sie Teilhindernisse und kann auf dem Weg mehrere Ziele treffen, bevor sie zurückkehrt. Ah. Okay, also ich glaube, wir sollten erstmal die Ads machen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Wenn ich jetzt das Heilungsding machen würde, würde es Luigi nicht erreichen. Wir können aber mal gucken, ob ich vielleicht den da hinten töten kann. Mit etwas. Wenn ich mich hier hinstelle, sollte mich der nicht bekommen. Es sei denn, er moved. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Und schieße auf ihn hier. So. Dann Luigi. Du kommst hier hin und du ballerst auf... Wobei, was ist mit ihm rechts? Ich könnte ihn probieren, indem ich mich hier hinstelle. Ja, ich würde ihn töten damit. Das wäre tatsächlich ziemlich smart. So, Luigi ist glücklich. Und damit ich auch. So, und sie... Sie rennt jetzt einfach ein Stück nach vorne. Und... macht einfach mal die drei hier. Minus eins. So, was war nochmal ihre ZR? So, Taktikam. Was kann die ZR... Nee. Protektion, Sturmklinge. Alle Ziele, die sich in Reichweite befinden, erleiden 140% Schaden und eventuelle Supereffekte, wenn sich eines von ihnen in das Sichtfeld bewegt, verfügt über eine Ladung. Okay. Ja, könnte man mal probieren. Ne? Jede weitere Runde wäre wahrscheinlich wasted. Wer ist sie? Oder er? Oder, keine Ahnung. Wer ist das? Frage ich mich aber. So, Luigi sollte auf jeden Fall weiter hinten hier in Deckung bleiben. Der, ne? Okay. Okay, der geht weg. Schießt darauf. Der geht dahinter. Oh mein Gott. Na los. Seht mal, das scheint Finsterzeitportale zu sein. Schnell, zerstört sie. Es werden sicher bald noch mehr Gegner auf. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. That might be a big problem.
It just might. Ja, wenn ich das mache, was ist, wenn ich hier... Er ist halt unempfindlich dagegen. Aber macht es vielleicht trotzdem mehr Damage? Maybe. Ja, er geht wieder in die Mitte. Stressige Sache. Luigi. Ja, das macht nichts. Einer ist okay. Einer ist keiner. Ach du Scheiße, das könnte ein Problem werden. Nur ich würde sagen, wir schalten Stück für Stück mal aus. Ich glaube, es könnte ein großes Problem werden jetzt, weil wir sind nur zu zweit. Ich glaube nicht, dass wir da eine Chance haben. Zumindest in diesem Moment. Achso, wir kriegen das nicht mal kaputt, das Portal. Aber wir können es nicht kaputt machen. Houston, I think we do have a problem. Alles gut, der kommt nicht weiter. Wenn wir die ganze Zeit einfach weglaufen. Oder schießt. Oh. we have a problem. Range, huh? Oh, yeah. Ah, ich glaube, es ist tatsächlich unmöglich. Oh, yeah. Yeah. Okay. But let's see. Ruhe in Frieden. Okay. Ich habe Angst. Er geht oben rum for some reason. It's okay still. Alles eins nach dem anderen. Nice, er geht oben rum. Luigi könnte auch ein bisschen Damage machen. Falls er das hinbekommt. Oh ja, das würde sich lohnen. Aber er wäre danach dead. Es sei denn, ich lehne mich hier an. Dann könnte es klappen. Aber dann treffe ich nicht, wenn ich mich hier anlehne. Mann. Ich müsste halt hier stehen irgendwie. Ja, ich glaube, Luigi muss einfach erstmal das Ding killen. Aber auf ein bisschen mehr Range. So ein Ding hier. So, und sie hat schon, ne? Dann mach mal deine ZR. Heil dich mal eine Runde. Wir kriegen das hin, Chat. Mit seinem Popelschrittchen so. Der kann nicht weit gehen.
Der trifft mich auch von dort nicht. Geil. Okay. Gehen wir hier hin. Ich glaube, jetzt können wir tatsächlich sogar von hier. Oh ja. Gehen wir noch weiter weg. Was, wenn wir hier sind? Ne, hier geht nicht mehr. Bin ich aber hier? Auch nicht. Hier ist schon möglich. Das heißt, von hier aus könnten wir ihn übel treffen. Komm, kritisch. Geil, 390 Damage. Okay, sie hat genug Leben, um das theoretisch zu überstehen. Das würde jetzt nochmal Damage machen. Wir könnten ihn hier versuchen, weh zu tun. Aber so oder so würden wir gleich Damage kassieren. Deshalb machen wir den erstmal. Okay, I think we are dead. We might be dead. Okay, Gegner ist dran. Ich glaube, wir sind tot an der Stelle. Das ist in Ordnung. Nice. Oh mein Gott, ich habe mir gerade selber so heftig den Ass gesaved. So, jetzt können wir ein Stück zurückgehen. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott, ja. Nee, Chat, ich kann das Spiel einfach schon vorab spielen. Okay. Wir könnten jetzt natürlich ihn auch wegmachen. Geil. Keine Chance. Ich glaube, ich habe ihn, Chat. Ich glaube, ich habe ihn. Ausgespielt. Chat. I think we got him. I think we got him. Er hat noch 12 Leben. Geil. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Oh. So viel zum Thema, das sieht unmachbar aus, ne? Ha 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 ha.